Nach dem Brandanschlag vom vergangenen Samstag auf die Ulmer Synagoge fand gestern Abend eine öffentliche Solidaritätsveranstaltung mit rund 400 Menschen für die Ulmer jüdische Gemeinde auf dem Ulmer Weinhof statt. Aus Stuttgart war Innenminister Thomas Strobel vor Ort und Schnör Trepnik, der Ortsrabbiner für Ulm, hat ihn eingeladen. Paolo Percoco aus den Donau-3FM-Nachrichten. Was hat der Minister denn gesagt? Strobel hat eine wirklich bewegende Rede gehalten, den Anschlag aufs Schärfste verurteilt. Er hat auch zum Zusammenhalt aufgerufen und... Wir sind mehr, wir sind stark und wir haben eine klare Haltung. Nie wieder Antisemitismus, nie wieder brennen Synagogen in Deutschland. Und dass so viele gekommen sind, um dieser Haltung Ausdruck zu geben, das ist gut. Und das tut auch den Menschen, die jüdischen Glaubens sind, gut, weil es ein wichtiges Zeichen ist, dass sie nicht alleine sind. Da waren ja rund 400 Menschen, viele aus Politik und Gesellschaft, haben so also ihre Solidarität gezeigt. Wie war denn die Atmosphäre? Tatsächlich sehr bewegend, dass aus sowas Schrecklichem wie einem Brandanschlag auf eine Synagoge dann doch irgendwie sowas Gutes entstehen kann, ist echt toll. Da war tatsächlich sehr viel Zusammenhalt und auch Einheit förmlich spürbar. Das waren ja neben dem Rabbiner und dem Minister zum Beispiel auch Ulms OB Zisch war da, Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Alpsteiger, der Ulmer Polizeipräsident Weber, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, Stadträte und eben insgesamt rund 400 Menschen vor Ort. Die AHA-Regeln, die wurden dabei übrigens weitgehend auch eingehalten. Rabbi Schnör Trepnik war wirklich berührt. Ich finde es ganz besonders anrührend und angetan, wie viele Leute zeigen Solidarität mit uns in den letzten Tagen. Und sie merken auch, wir haben es selber nicht gerechnet, dass so viele Leute heute Abend hierher kommen. Und der Täter, der wird ja noch gesucht, ja? Ja, und zwar mit Hochdruck. Die Polizei sei zuversichtlich, dass er noch gefunden wird, hat Strobel selber auch gesagt. Konkretes gibt's aber nicht, die Ermittlungen, die laufen ja noch. Alle Infos und auch Bilder vom Abend finden Sie natürlich bei uns auf der Website donau3fm.de. We'll be right back.